Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Im letzten Part haben wir ein bisschen so ein Bäumchen gestutzt. Nun kann man endlich wieder zum Falken gehen und ihn besuchen, also gerne mal vorbeischauen. Und nun machen wir uns dran, unsere Wendeltreppe weiterzubauen. Dafür habe ich im letzten Part sehr, sehr viel Glas vorbereitet. Oh, Gold auch noch ein bisschen. Glas und Gold. Man weiß ja nie, wann man ein bisschen Gold braucht. Oh, wird eng. Oh, passt gerade noch so. So, Moment. Erstmal eben Holzzeug. Ich habe sehr viel Holzzeug gerade eingesammelt. Bums, bums. Bums, bums, bums. So, Maddox ist wieder da. Moin, Maddox. Da muss ich mal Hallo sagen. Da freue ich mich doch. Grüße gehen raus und danke für den Shader. Sieht richtig gut aus. So, da muss man ruhig mal Danke sagen, weil der sieht wirklich geil aus. Ich bin sehr begeistert von dem Ding. Richtig cool. Haben wir irgendwo Gold? Zack. Nein. Ja doch, aber nicht mehr genug Platz für noch mehr Gold. Das packen wir weg. Das passt. Einfach hier irgendwo reinstopfen. Du Hauptsache, das passt erstmal. So. Und nu geht das weiter. Zack. Eben nach oben. Bums. Ist das nicht schön? Du, was ist das eigentlich für ein fliegender Koloss da? Lass mal eben gucken. Wenn wir schon mal da sind. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Servertour vorwegnehme, aber... Was macht es da? Ist es irgendwas Automatisiertes? Und es sieht irgendwie seltsam aus. Ja, verbrennen sie ruhig mal. Okay, hier geht's los. Ah, kein Wunder, warum das jetzt hier auch wieder im Dorfzentrum huckelt. Guten Tag. Reinstellen und genießen. Was? Hier geht's zu der Farm. Alles klar, wir fahren nach oben. Und wir müssen abonniert werden, offensichtlich. Abonniert den Blaufuchs. Dass das geht, dass man nach oben fahren kann. Wie funktioniert denn das, dass man nach oben gleitet? Das ist ja mir noch völlig unbekannt. Aber witzig, fahren wir mal hoch und genießen dabei diese wunderbare Optik. Diese Aussicht hier mit dem Shader, es sieht ja echt geil aus. Also Wahnsinn, ich bin begeistert. Jo, dann mal hoch, ne? Ich höre sehr viele Eier. Produzierende Hühner. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Alter Schwede. Tja, hier kommt auf jeden Fall kein Gütesiegel rein. Alter Schwede, was ist das für ein grausamer Ort? Hier gibt es ein bisschen Hühnchen. Also, man fühlt sich nicht unbedingt wohl, muss man sagen. Gibt es auch einen schnellen Weg nach unten? Ja, hier lang wahrscheinlich. Sehr schön, und jetzt sind wir wieder unten. Alles klar. Ja, nett ist es hier. Ich gehe dann mal wieder. Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich habe das Licht nicht in meiner Macht. Guck mal, wie schön das wieder ist, oder? Jetzt kann man da endlich wieder lang. So, okay. RPTP Blaufuchs. Nein, gar nicht wahr. Fuchsturm. Wir gehen nach Hause. Ich muss eben was trinken. Es ist so warm hier. Man glaubt es kaum. Es ist heute der 26.8. Ich hatte schon unseren Lüfter weggeräumt, weil ich dachte, ja, jetzt wird er nicht mehr... Es war schon so kalt, dass man nach draußen wieder eine Jacke anziehen musste morgens, wenn man zur Arbeit geradelt ist und so. Und zack, wird das wieder scheiße heiß. Was ist da los? Da muss man sich doch echt fragen, was das soll. So, weiter geht's. Wir bauen jetzt unsere Wendeltreppe weiter. Und wenn die dann fertig ist, Hashtag Realtalk, dann können wir unsere Füchsis herholen. Ich finde, das ist das Wichtigste erstmal, dass wir nicht mehr alleine auf dieser Insel sind. Und dann können wir langsam den Umzug beginnen. Dann kann es eigentlich langsam losgehen. Mit dem richtigen Umzug. Hab ich jetzt Glas dabei? Ja, ich wollte gerade sagen. Boop, 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 boop und boop. Starten wir mal vorsichtig. Das wird wahrscheinlich nicht reichen und dann müssen wir Sand abbauen und dann werde ich innerlich sterben, weil ich wieder Sand abbauen muss. Eine der langweiligsten Aufgaben ever. Sand abbauen. Aber manchmal muss man das halt tun. Manchmal muss man Sand abbauen. Um daraus wunderschönes Glas zu machen. Glas. So. Aber das ist, glaube ich, am coolsten. Da kann man noch rausgucken, während man hochläuft und so und diese schöne Gegend hier genießen.
Aber niemand kommt rein. Das ist das Wichtigste. Niemand kommt einfach so rein. Nur noch geladene Gäste. Wobei ich ja weiß, ihr habt ja diese Flügeldinger. Damit könnt ihr ja fliegen. Dann kann man oben reinfliegen. Also das geht immer noch. Ich müsste auch eine Glaskuppel errichten. Und wie ich mein Glück kenne, schneit die dann dicht. Und dann ist es immer dunkel bei mir. Deswegen, das tun wir nicht. Also das wäre mir ein bisschen zu extrem. Eine Glaskuppel muss jetzt nun wirklich nicht sein. Aber ich denke, das hier wird schon ein bisschen das Aufkommen meiner ungewollten Besucher etwas reduzieren. Hoffe ich doch. Mal sehen, wie es läuft. Ist ja nicht so, als würde ich mich nicht über Besuch freuen, aber also bei mir war schon immer sehr viel los. Vor allem während des Aufnehmens. Immer jemand da. Heute ist es ja richtig ruhig hier. Skytrap war vorhin da und hat mir Holz gegeben. Das fand ich sehr nett. Alter, dieser Shader, guckt euch das an. Also ich muss ja doch mal sagen, es sieht ja richtig geil aus. Den anderen mochte ich auch, diesen BSL. Aber der hier ist richtig cool. Ich verlinke den ab, den Folgen, wo ich den benutzt habe, natürlich unten in den Kommentaren. Also ihr seht immer mein aktuell genutztes Texture Pack und mein aktuell genutzten Shader. Und auf dem Discord seht ihr die alle. Da habe ich alles im Verlauf nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch dann auch die vergangenen Dinge herunterladen. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Dinge vorschlagen. Und ihr sagt, ey Fuchs, ich habe da so ein richtig geiles Texture Pack. Guckt ihr das doch mal an. Sehr gerne. Ich bin aber momentan so ein bisschen auf dem Trip möglichst Vanilla und ich finde, das hier passt eigentlich super, weil das ist im Grunde Vanilla, aber halt ein bisschen aufgebohrt. Also sieht wirklich sehr gut aus. Wie weit sind wir schon? Ah, könnte reichen. Könnte tatsächlich reichen, das, was wir an Glas da zusammengeschraubt haben. Mit Glück reicht das. Es ist ja zum Glück nicht so hoch, unser Weg hier. Insofern Glück gehabt und ich finde, es ist richtig hübsch geworden. Sieht echt gut aus. Also ich habe schon schlimmere Wendeltreppen gesehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt geht's schon los. Jetzt müssen wir hier schon quasi dicht machen. Hier schließen wir schon mit der Insel ab. Sehr schön. Hoppala, wir gehen jetzt erstmal auf... Ja, erstmal nur so hoch. Höher noch nicht, weil da müssen wir gleich gucken, wie es weitergeht. Erstmal auf Inselhöhe. So. Ja, wahrscheinlich machen wir doch eine Kuppel draus. Wir müssen dann hier jetzt wieder das Tor bauen. Müssen wir gucken, das muss halt auf dieser Höhe sein. Weil hier muss man ja noch durchkommen. Das bedeutet, wir müssen schon eine kleine Glaskuppel bauen. Wir bauen eine kleine Glaskuppel, hilft nichts. So mindestens so hoch erstmal. Oh. Au! Nee, doch nicht. 1, 2, 3. Noch nicht hoch genug, um uns die Beine zu brechen. Insofern alles cool. So weit, so gut. Ich bin zufrieden mit unserem Werk bis jetzt. Habe ich eigentlich Minecraft-Musik aus? Ich vermisse irgendwie die Musik. Mir kommt so vor, als hätten wir gar keine Musik mehr. Musik ist aus! Deswegen! Was ist das? Seit vielen Folgen keine Musik mehr. Ah, ich habe die irgendwann mal ausgemacht. Ich mache die mal wieder auf 70. Alter, die Musik ausgemacht. Ich habe irgendwann mal privat gedaddelt, so für mich. Und habe nebenbei irgendwelche YouTube-Videos geguckt und dann hat mich das genervt. Aber so fürs Let's Play, so oh, hin und wieder diese chillige Minecraft-Musik, kann ruhig mal sein. Wenn die gleich zu laut ist, ruhig in die Kommentare schreiben. Sollte sie denn jetzt kommen? Ich habe mich schon gewundert, warum das immer so ruhig ist. Gar keine Musik mehr. Ja klar. Wenn man sie ausmacht, kommt die auch nicht mehr, ne? So, wie hoch müssen wir denn? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich würde sagen, ich mache hier die Tür hin. Da brauchen wir ja noch ein bisschen Holz. 19 sollte aber reichen. So. Ist die Frage, machen wir die hier hin oder machen wir die da hin? Die machen wir hier hin. Komm. Ja, machen wir hier hin. Bums. So, hier ein höher. Noch ein höher. Dann so. Dann so. So und so und so. Wir schließen das hier mit ab. Und den Rest machen wir Glas, oder? Um den Rest bauen wir einfach Glas drum. Wo komme ich denn jetzt hier noch hoch? Warte mal, eben kurz gucken. Tatsache. Das geht. Und den Rest glasieren wir wieder ein, würde ich sagen. Da kann ich dieser Zaun weg. Den brauchen wir dann nicht mehr.
Da machen wir schön hier so Glas, Glas. Wenn ich jetzt hier Glas hin tue, komme ich dann noch durch? Ne, da darf eigentlich kein Glas hin. Mm-mm. Wir müssen eigentlich doch noch eine Schicht weiter nach vorne. Wir sind doch zu früh. Wir müssen hier hin. Hier muss das Tor hin. Dort hilft nichts. Das heißt, wir müssen hier nochmal eine Slab hinbauen. Hilft nichts. Zack, zack. Und dann doch hier so zwei Einzeldinger. Dann mucken wir das wieder weg. Und bauen das eins weiter. Das muss dann nämlich hier hin. Hupala. Ja, fast gut geklappt, ne? Würde ich sagen. Fast gut gemacht. So, so, so. Und dann ist das nice. Und den Rest glasieren wir wieder mit Glas ein. Hupala. Das machen wir wieder weg. Bums, bums, bums. Dann kann das Ding auch weg. Und dann kommt da Glas drauf, würde ich sagen, ne? Zack und... Ne, warte, dann machen wir den auch weg. Und dann machen wir so, so und machen da Glas auch draus, komm. Zack, zack, zack. Dann schließt das ganz gut ab, würde ich sagen, ne? So können wir doch nochmal mit arbeiten. Zack, zack, zack. So, eben kurz gucken. Okay, das Loch füllen. Ich habe noch 64 Blöcke. Mit Glück reicht das, aber ich kenne unser Glück. Das wird gerade nicht reichen. 100 Pro wird das gerade nicht reichen. Wir müssen ja noch einen Deckel drauf machen. Das kommt ja auch noch hinzu. Der dann eingeschneit sein wird. Aber das sieht, glaube ich, dann ganz cool aus. Und jetzt hier einen Deckel drauf. Ich würde sagen, einfach so direkt hier schon. Oh, wow, hier schon so. Oder noch einen draufsetzen. Nee, ich glaube, wir setzen noch einen drauf. Eine Schicht Glas noch oben. Oder wir haben es unten gemacht. Ich guck mal, wie wir es unten gemacht haben. Doch können wir das ja analog machen. Aber das mit Glas war eine gute Idee. Jetzt kann man noch rausgucken. Das sieht schon cooler aus, als wenn man das einfach dicht gebaut hätte. Wie haben wir das denn hier gemacht? Das schließt mit der Tür ab. Ja, dann sollten wir das oben auch mit der Tür abschließen lassen. Ist zwar ein bisschen bedrückend, aber dann bleibt es im gleichen Style. Das ist schon okay. So, na gut. Dann schließen wir auch hier jetzt mit dem Deckel ab. Und dicht ist das Ding. Sehr schön. Dann eben noch zwei Türen da ran. Ne? Ich habe ja leider nur eine. Wir müssen eben noch zwei Türen machen. Und dann ist das gut. Dann kommt hier keiner mehr rein und raus. Ohne Erlaubnis. Ist das nicht geil? Dann haben wir endlich mal ein bisschen Ruhe. Ne? Ihr dürft mich dann gerne auf Anfrage besuchen kommen. Gar kein Problem. Bitte fliegt nicht einfach rein. Das fände ich uncool. Dinge, die man nicht verhindern kann. Na? Oh ja, okay. Hat ein bisschen gedauert. So. Zap, 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 zap. Fast gut. So, guck mal hier. Zack, zack. Und damit ist unser Haus safe. Ich muss eben kurz gucken. RP Flag. Open Double and Iron Doors false. Das geil, Chest ist false. Sehr gut. Jetzt sind wir ein bisschen sicher, ne? Jetzt sind wir hier sicher. So ist das gut. So wollen wir das haben. Was ist das? Allow Build? Nein, da kann er dafür bilden. Aber was ist das? Allow Fly? Gut, ist auf dem Server eh verboten. Wird nichts funktionieren. Monsters wollen wir hier auch nicht haben. Dann ist es ja gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt fordern wir eben ein Brot. Dann können wir das hier dicht machen. Und entspannt runtergehen. Ja, geil. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen Licht verteilen. Ich würde sagen, dann nehmen wir Fackeln. Diese lustigen Eisenlaternen kann man, glaube ich, nicht an die Wand pinnen, ne? Das geht nicht. Die kann man nur an so Sachen dranhängen. Deswegen, dann brauchen wir Fackeln und dann brauchen wir einfach Fackeln hin. Das sieht doch auch ganz gut aus. Habe ich hier welche rumeiern? Nö, keine Fackeln. Habe ich welche dabei? Oh, ich habe Fackeln dabei. Alles gut. Dann machen wir da noch ein paar Fackeln dran. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann machen wir hinten den Fuchsgarten noch fertig. Und dann können wir unsere Kleinen schon rüberholen. So, auf geht's. Wie machen wir das denn? Ich muss mir irgendein System überlegen. Immer
So da oben dran. Wenn man hier hingeht. Immer zwei drüber. Immer den zweiten Block. Boop. 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 Dann ist das konsistent. Und auf jeden Fall immer beleuchtet. Sehr schön. Bupp. So, das müssen wir jetzt hier eigentlich noch ein bisschen hübscher machen, denn das sieht irgendwie schon ein bisschen kacke aus. Ne? Ich wollte es ja noch ein bisschen einkleiden, dass das wieder so aussieht, als wäre das alles natürlich. Ruhig so ein bisschen so. Wir brauchen auch irgendwie einen Aufgang oder sowas. Ne? Das ist noch nicht schön, also... Hier, das sieht auch kacke aus. So, gucken wir hier mal ein bisschen Modder dran. Ne? Als wäre das so durch den Weltengenerator entstanden, ne? Als wäre die Map so entstanden, ich sag euch das. So ist sie entstanden, das war so. Das habe ich nicht selber gemacht, das war schon immer so gewesen. So, und hier müssen wir jetzt auch noch ein bisschen aufschichten. Okay, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müsste man eigentlich noch einen Weg bauen, der von hier oben nach unten führt. Ach, guck mal, wie schön das aussieht, ey. Ich bin begeistert. Das ist schon echt schön. Dann machen wir hier noch ein kleines Zäunchen davor. So drei Stück oder so. Machen da die Lampen drauf. Machen noch ein Schild hin, dass man rafft, dass das halt unser Fuchsbau ist. Also der echte, richtige. Und wir brauchen einen kleinen Weg. Da ist die Frage, aus was machen wir den? Ich würde sagen... Den machen wir aus Cobblestone, oder? Oder machen wir da auch so ein Holz? Wir können natürlich auch so einen Birkenholzweg machen. Sieht natürlich hübsch aus, ne? Müssen natürlich den ganzen Weg da runter gehen. Da sollten wir dann schon Treppen nehmen. Ja, komm, machen wir so. Bleiben wir unserem Birkenmotto treu, würde ich sagen, oder was? Warte, ich habe hier ordentliche Sachen. Ich sollte auch mal mit meinem richtigen Werkzeug arbeiten, wenn ich das schon geschenkt gekriegt habe, ne? So, guck mal. So, machen wir ein bisschen Birkenholz wieder her, ne? Noch haben wir ja. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch gucken, dann geht das nämlich jetzt hier gleich irgendwie bergrunter. Da brauchen wir jetzt Treppen und dann muss das eigentlich nur noch um die Ecke rumgehen und dann geht das los. Machen wir mal ein paar Treppenstufen, würde ich sagen. Düb, 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 düb. Ist das nicht geil, dass wir jetzt endlich hoch und runter gehen können, so ganz regulär. Nicht mehr teleportieren, wir haben jetzt richtig hier so einen Aufgang. Mega. So. Brauche eben noch ein bisschen Zaun. Birkenholzzaun. Nicht viel, nur ein bisschen. Wie schön die Beleuchtung ist. Ich komme da nicht drauf klar. Das sieht so geil aus. Wahnsinn. So, kann man die eigentlich wieder zusammenführen, die Dinger? Nee. Irgendwie so? Nee, da geht nichts mehr mit. Da bleibt nur, wie das ist. Da müssen wir so mit arbeiten. Ist aber kein Problem. Dann müssen wir hier mal eben... ein Zäunchen muss ich machen. Zäunchen muss ich machen. Dafür machen wir mal hier nochmal wieder Dinger draus. Dann nehmen wir so ein 24er, daraus machen wir Holzstücke. Und dann machen wir Zaun draus. Und ich glaube, Zaun war so, 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 so. Und dann so, so, so. Hä? Was ist jetzt passiert? Was habe ich gemacht? Irgendwas ist geschehen. Ich finde raus, wie man Zaun macht. Moment. Also seitdem man das nicht mehr selber machen muss, ne, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, das hier oben einfach zu suchen, verliert man auch so ein bisschen den Überblick, wie das ging, ne? Birkenholzzaun, buff, alles klar. Ah, okay. Ja, ich brauche ein bisschen mehr als drei. Warte mal wieder. Sollte erstmal reichen. So. 29 Birkenholzdinger. Im Schauen. Das muss ja nicht viel sein, aber so ein bisschen hübscher soll es noch werden. So 1, 2, 1, 2, 3. Ruhig so ein Dreier, okay. So ist das gut. Da kann man noch ein paar Lampen draufstellen. Von diesen Metalldingern. Habe ich bestimmt noch welche hier, oder? Doch nicht. Doch auch nicht. Ach, guck mal, die Minecraft-Musik ist zurück. Sie ist wieder da. Ist zu laut? Könnte ein bisschen zu laut sein, warte. Musik, Musik, Musik. Ich pack's die mal auf 50. 50 sollte aber gehen. Das sollte nicht so... Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es okay ist oder zu laut ist, ne?
Ja gut, der Hahn kräht, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle eben kurz einen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und machen uns dann dran, eben ganz entspannt und gemütlich unseren Aufgang fertig zu machen und dann auch noch von unten also eine Treppe nach oben, damit die Leute halt auch hochkommen können. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, entsprechende Däumlein da lassen. Kommentare, Feedback wie immer unter Video posten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.